Wie ihr wisst, habe ich ja vor ein paar Wochen einen 190er für 15.000 Euro mit richtig viel Moos vom Raphael abgekauft. Und das Ganze natürlich nur, weil der einen komplett überholten M111 230 Kompressor unter der Haube hat. Und, haben Sie einen guten Kauf gemacht, ja? Das große Problem an dem Fahrzeug war nicht, dass er nicht anspringt, sondern dass die Kupplung nicht trennt. Weshalb ich erstmal das vom Raphael verbaute Getrag 16V-Getriebe ausbauen musste. Zum Glück haben sich ja viele von euch bei mir gemeldet, weil ich ja euch ja gefragt habe, ob ihr ein paar Teile für den Wagen habt. Zum Glück habe ich jemanden gefunden, den Philipp aus Augsburg, der hat alles da gehabt. Aber jetzt muss ich mal meinen Zollstock rausholen, es gibt natürlich wieder Probleme, guckt mal mit. Denn der Raphael hatte hier ein 16V-Getriebe verbaut, das hat er von der Kupplung nicht richtig getrennt. Getriebe, wie ihr seht, haben wir ja schon rausgebaut. Kardanwelle auch, und dann habe ich ein normales 5-Gang-Getriebe an den Philipp besorgt. Und wenn ihr mal messt, deswegen wir messen jetzt mal, damit ich euch mal was zeigen kann. Ja, schaut mal hier, das Ding ist knapp 49 cm lang, wenn man es mal so ganz blöd misst. Ja, 49 cm lang, aber wenn wir mal mitkommen, Herr Appel, wie filmen Sie eigentlich wieder? Kommt jetzt! Herr Appel! Hallo! Wenn wir hier messen, ich hoffe, ihr könnt überhaupt irgendwas sehen. Ja, sehen wir schon. Dann sind wir hier bei 54 cm. Das heißt, das Getriebe vom 16V, was drin war, ist 5 cm länger als das neue, was rein soll. Und das führt wieder zu einem anderen Problem. Das Problem der Kardanwelle. Denn das hier ist der vordere Teil der Kardanwelle, der zum Getriebe führt. Hier kommt das Getriebe dran und der Punkt ist immer gleich, weil das Mittelwellenlager ist. Und das heißt wiederum, weil das hier vom 16V ist, wenn wir das so messen, kommen wir bis zum Mittelwellenlager knapp bei 66 cm raus, plus halt 5 cm, die fehlen. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Kardanwelle besorgen, die hier 5 cm länger ist. Oder? Ja, oder wenn es ganz blöd läuft. Ich muss dieses tolle 16V-Differential und Antriebswellen wieder raus und alles von einem ganz normalen 190er rein. Ja, ich bin mal gespannt, was der Philipp später sagt, aber wir knallen jetzt erstmal das Getriebe rein. We'll be right back.
Und ohne Kamera habe ich gerade eben nochmal die Schaltstangen eingestellt. Wie ihr seht, ist es quasi wie bei einer Spurstange vorne. Kann man einfach die Mutter lösen, also einfach bei dem vergammelten Kram, war ein bisschen schwerer. Und das Ganze dann perfekt einstellen. Und damit ihr auch die richtige Position wisst, müsst ihr euch einen 6er Bohrer nehmen. Dann ist da oben so ein Löchlein, dann steckt ihr den durch und habt quasi so alles auf der Nullposition und könnt die Sachen perfekt einstellen. Ihr seht, den Bohrer, den habe ich zerbrochen, weil ich Depp gerade beim Testen drin stecken lassen habe. Am Schaltvorgang hat es krack gemacht und naja, hat zum Glück nur der Bohrer gelitten. Und da ich ja die originale 16 V-Kardanwelle nicht auseinanderreißen möchte, muss ich jetzt noch aus meinem geheimen 16 V-Projekt, also so geheim ist es nicht, die Kardanwelle rausreißen, weil der kriegt dann das später das G-Track-Schaltgetriebe und der war Originalautomatik, also naja, die werde ich dann schön zerpflücken, den Kollegen da unten, denn wir brauchen nur den hinteren Teil und der ist ja aufgrund des Mittelwellenlagers und der gleichen Differentiallänge genau identisch zu der Welle, die draußen liegt. Weiter ist bei 1. Auf dem Boden sowas zu machen, Albtraum. Schlagschrauber leer gegangen. Für einen Luftschlagschrauber, der mehr Power hat, hat es nicht bisher gereicht. Macht sowas ein bisschen nicht nach. Sag ich euch mit hier Wagenheber da, Wagenheber da drüben. Aber jetzt der glorreiche Moment. Oh nein, jetzt muss noch dieses blöde Blech da weg, weil es Mittelwellenlager im Weg ist. Ich hoffe, wir können das überhaupt erkennen, aber geil. Falls ihr euch jetzt fragt, was das hier ist, das ist ein Schwingungsdämpfer, den man Vibrationen rausnehmen muss. Das haben eigentlich immer, also meistens nur die Diesel, aber das ist auch so ein typisches Bauteil, was auseinanderfliegen kann, wenn der Gummi mal alt wird. Deswegen entfernen wir das direkt mal vorsorglich. Und wie ihr sehen könnt, Freunde, die Kardanwelle hat wieder ihren Weg an ihren Ort gefunden, um es mal ganz blöd auszudrücken. Und für die unter euch, die sich immer noch fragen, Marius, warum betreibst du eigentlich diesen großen Aufwand, das Getriebe mit allem zu tauschen? Du hättest doch eine viel einfachere Lösung machen können, denn das Problem war, dass die Kupplung nicht getrennt hat. Und der Grund dafür war der Kollege hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, der Kupplungsgeberzylinder hier. Weil der eben nicht weit genug rausfährt, um beim 16V-Getriebe die Kupplung zu trennen. Aber, nur damit ihr es mal gehört habt, die ganzen Teile, wie zum Beispiel die Kardanwelle für den 16V, der Schaltbock, Gestänge und Getriebe, da kommen wir wahrscheinlich so auf roundabout 2.500 bis 3.000 Euro nur für die Teile. Und ich habe ja eh, wie ihr gesehen habt, einen 16V, der ursprünglich eine Automatik war, wo die Teile rein sollen dann später, wenn wir da mal so weit sind. Und deshalb habe ich den Aufwand betrieben, weil man muss ehrlich sein, so ein 5-Gang-Getriebe ist ein Standardgetriebe, was in allen 124er, 190ern mit dem 5-Gang-Getriebe verbaut waren. Und das ist eben viel günstiger. Ja, Freunde, und eigentlich war der Plan für das Video mit dem Fahrzeug, das wir heute noch fahren. Leider habe ich erst morgen mit Raphael das Date, wo wir mal ans Steuergerät, mein Laptop dran denken, gucken, warum er nicht startet. Deshalb kommen wir zu einer anderen Sache, denn ich habe euch ja erzählt, dass der SG50K seinen Weg in unserer Familie gefunden hat. Und das hier ist der alte Luftfilterkasten im alten Design. Wir haben da nämlich gestern noch was gemacht, da wir jetzt kein Video gefilmt, wie wir den neuen verbaut haben. So, sogar passende T-Shirt an. Ja, natürlich, hier. Sterngarage. So. Hier sehen wir es. Das ist der neue Luftfilterkasten. Ein wunderbares Ding. Das hier war noch ein Prototyp von Raphael. Und die haben am Design da einige Sachen abgeändert. Nämlich zum Großteil diesen Teil hier. Ihr seht ja auch hier diesen Schrauben, die der hier nicht hat. Und das ist halt mehrteilig. Und dieser Teil hier ist voluminöser gestaltet. Und dadurch schafft es der Kompressor, obwohl er die gleiche Übersetzung hat,
mehr Ladedruck zu machen. Der Herr Bauer, der hinter der Kamera ist, der ist das Ding gestern schon mal über die Autobahn gepetzt, nachdem er hier ein bisschen Ethanol oder Methanol, irgendwie so einen Raketentreibstoff organisiert hat. Und der meint zu mir schon hier, Herr Sauer, Sie müssen den unbedingt fahren. Es ist völlig gestört, oder? Das ist brutal. Und ich erkläre euch jetzt mal kurz, bevor wir fahren, damit ihr auch versteht, was gemacht hat. Weil ihr denkt ja, okay, er ist gleich übersetzt, gleicher Kompressor. Warum soll er mehr Ladedruck machen, wenn das hier voluminöser ist? Das Ganze funktioniert nämlich wie folgt. Der saugt ja hier an, wo der Schlauch übrigens ab ist. Ein Kompressor ist ja starr übersetzt. Das heißt, der funktioniert immer gleich, egal was man quasi als Ausgangsprodukt hat. Ausgangsprodukt in dem Fall ist ja die Luft, die er zum Atmen bekommt. Wenn wir hier zum Beispiel in Bayern sind, hier herrscht ein geringerer Atmosphärendruck, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir im Ruhrpott sind, weil die einfach höher liegen. Und da der Kompressor, wie gesagt, einfach ein Multiplikator ist mit einem festen Multiplikationsfaktor, heißt natürlich, wenn das Ausgangsprodukt schlechter ist, kommt auch weniger Ladedruck am Ende raus. Warum ich das jetzt sage? Weil eben dieser Teil hier voluminöser gestaltet ist, haben wir hier einen höheren Atmosphärendruck, den er quasi ansaugt. Das heißt, der hat zum Beispiel Multiplikationsfaktor 2, sagen wir es mal pauschal, und hier herrscht Atmosphärendruck 1, dann haben wir am Ende ja absoluten Druck von 1 Bar. Wenn hier aber jetzt zum Beispiel 0,7 Bar nur herrscht, wegen einem kleineren Design, dann haben wir am Ende nur 1,4 Bar absolut und Überdruck haben wir 0,4 Bar. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwas verwechselt. Du hast 1 gesagt, du hättest 2 sagen müssen. Genau. Auf jeden Fall merkt ihr durch den Multiplikationsfaktor, was das ausmacht und einfach nur durch dieses neuere, bessere Design funktioniert das ganze System deutlich effizienter und leistungsstärker. Und genau das werden wir jetzt mal präsentieren. Ich bin echt schon gespannt. Wir starten aber jetzt erstmal. Das Ding hat ja die gleiche Auspuffanlage wie mein 500e, nämlich auch die Fox-Anlage, mit Atembefreiung natürlich. Aber die muss ich erstmal zeigen. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht. Atembefreiung. Das hat mir irgendjemand erzählt, dass dieses eine originale Mercedes-Rohr das verursacht. Also dafür sorgt, dass er atemfrei ist. Ich starte mal kurz. Ja. Also mal vorne hören. Boah, dieses lange Anlassergeräusch, das ist ja so geil. Ja, das ist M119 Anlassergeräusch. Wow. Das ist so geil. Und er läuft da. Der ASA-Kompressor. Wow. Ja, halt mal an, das ist ganz gut drauf. Wow. Alter, das klingt so krank. Ich komme, glaube ich, mit der Kamera überhaupt nicht rüber. Ich sage euch eins, es ist wirklich diese Kombination dieses originalen Zusatzschalldämpfers und dieser legalen Fox-Auspuffanlage, das ist nur eine illegale Version, und die legale Fox-Auspuffanlage und dieser tolle Original-Mercedes-Zusatzschalldämpfer ist die beste Kombination für Sound. Und jetzt fahren wir mal eine Runde, damit ihr mal seht, oder ich auch mal sehe, wie das Ding wirklich vorwärts geht. Und für mich ist es auch das erste Mal Vollgas in dem Wagen. Also Max hat mich schon vorgewarnt, der soll durchdrehen. Also ich drehe einfach mal Vollgas rein jetzt. Schon gefahren oder denkt ihr nochmal viel aggressiver am Gas? Hey, wenn man da einfach so reinlatscht, das ist ja vorwärts, ey. Halbgas. Alter. Also, ich sag euch eins, man glaubt das immer gar nicht, aber das ist so eine Sache, das habe ich euch schon mal gesagt, man muss wirklich so Kompressoren so als Multiplikationsfaktor sehen. Und da merkt man, was das Ausgangsprodukt, wenn das ein bisschen besser ist, für einen riesen Unterschied macht. Alter, das ist ja richtig krass gegenüber dem Prototypen. Und Kickdown. Bereitet wie mir, weil das ist einfach nur geil. Anders kann ich sagen, und ich würde sagen, da kommen wir auch durch zum Ende vom Video. Und ich hoffe, im nächsten Video, wenn wir das schaffen, dass der 190er läuft, und mit dem machen wir dann auch mal die erste Probefahrt. Es wird auch Bock machen, auch wenn er nicht so abgeht wie der Kollege. Also wie immer, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen, und wir sehen uns dann hoffentlich bald im nächsten Video. Macht's gut, ciao.